3. Komm. Es ist, als hätten wir das ganze Schiff aufgeweckt. Niederlagen sind ehrenhaft. Halt einfach durch. Oh oh. Wenn deine Huddle-Anzeige voll ist, kannst du den Huddle mit R auslösen. So ein Kampf für eine Huddle-Anzeige ist die Vollrufe. Rufe eine Huddle ein, um die Chance neu festzulegen. Okay. Es fühlt sich an, als wären sie überall und würden uns auslachen. Und dennoch können wir nicht zurückweichen. Das will auch niemand, Großer. Aber ich muss sagen, es ist verflagt gruselig da draußen, Quill. Wenn nicht übermütig, nur weil wir das spielen. Flagnasen auf dem Feld? Gefahr von allen Seiten? Dann sollten wir uns ihnen stellen und sie alle eliminieren. Sind wir Helden, die man auslachen darf? Nein! Stattdessen lache ich über sie! Wer ist dabei? Sterbt, Unholde! Das klappt! Okay. Schadensboost. Ich glaube, die Dinge haben einen Nerv getroffen! Ja. Das ist besser als Therapie. Jetzt hat er recht. Das hier bringt wirklich das Blut zum Kochen. So stelle ich mir Training vor. Sei vorsichtig. Das läuft nicht gerade gut. Du kanntest den Text nicht. Oh nein. Mehrere von denen. Das ist unsere Chance. Ja, aber ich werde von dem anderen attackiert. Da kann ich mich nicht konzentrieren. Du hattest also einmal recht. Gamora, erledige sie! In Stücke geschnitten! Wir sind gar kein so schlechtes Team! Machst du Witze? Wir sind die Besten! Lorei! Yay. Wo ist unser Monster? Ich bin erregt vom Trommeln der Schlacht! Das wollte... Tutorial, Huddle. Ich gar nicht wissen. Kommt, die letzte Klopferposition ist da lang. Woher weißt du das? Meine Sinne sind darauf geeicht, auch die geringsten Vibrationen zu spüren. Ach echt? Nein, ich sehe es auf meinem Display. Es sieht aus, als hätte es noch Saft. Versuch's, Rocket. Seht einem Genie bei der Arbeit zu. Du kannst Wunder vollbringen, Mann. Ah, diese Text stammt von Leuten, die Löcher in riesige Weltraumfelsen gemacht haben. Ich muss zugeben, da hat jemand erstklassig ge... Ich bin... Ja, ja. Da war doch schon unser Raumschiff. So, hier noch einen, dann hätten wir's. Vielleicht, ja. Bin ich froh, wenn ich hier wieder rauskomme. Man hat das Gefühl, hier kracht gleich alles zusammen. Ich bin erstmal gespannt auf unser Monster. Ich dachte, du bist vor allem gespannt auf die Käuferin. Sie ist eine Sammlerin von gutem Ruf. Hast du's bald? Ja, ja, keine Sorge, Sonnenscheinchen. Sonnenscheinchen. Oh. Kriegst du es denn in Gang? Was? Es scheint kaputt zu sein. Da ist überhaupt nichts kaputt. Genau das Geräusch soll es machen. Was für ein Geräusch? Hört ihr das etwa nicht? Hören was denn? Nein. Menschliche Ohren. Und gut Ohren. Sieht aber nicht riesig aus. Das Monster ist da! Ja, ich seh's! Gut! Verdammt, das Tor wird! Okay, das müsste gehen. Jetzt fangen wir unser Monster! Ohne Gut. Mann, ist das Ding schnell! Lasst es nicht hinter euch kommen! Es könnte giftig sein! Ein brauchbares Versteck weniger! Gut erkannt, Quill! Ich hab's zerstört. Ich glaube, es schnappt mich an! Vielleicht ähnelst du seiner natürlichen Beute. Ich hatte etwas gehört.
Besseres erwartet. Vielleicht ist das nicht seine endgültige Form. Um die Hindernisse zu stören, kann sich nicht verstecken. Die Bestie ist herausragend. Ich kann sich nirgends mehr verstecken. Aber es kann weglaufen. Wir müssen es langsamer machen. Wir hätten ein Netz mitbringen sollen. Ein Jäger von Kartoff braucht kein Netz. Ob es freundlich aussieht? Für mich sieht's aus wie ein Monster. Ein armer Jäger. Was zum Schlag ist das denn? Definitiv kein Monster. Was niedlich? Das Ding ist verfilzter als eine Asgard-Ziege. Dieses Häufchen Elend können wir unmöglich der Monsterkönigin von Sektor 9 präsentieren. Die lacht uns aus. Vielleicht können wir es als Köder benutzen. Die Klopfer taugen jedenfalls gar nichts. Wie bitte? Meine Klopfer sind auf dem neuesten Stand der Technik. Der Muskelschädel hat sich auf das erste gestürzt, das durch die Tür kam. Mein Schädel besteht nicht aus Muskeln. Was zum... Das Monster. Seht ihr auch, was ich sehe? Oh ja, das nenne ich ein Monster. Das ist schon eher das Monster. Ankanti. Wie sollen wir es mit dem Schiff mitnehmen? Alles klar. So viel zum Aufwärmen. Zeit, ein echtes Monster zu fangen und Geld zu verdienen. Ah, fantastisch. Namen ist das? Jedenfalls keine Reinigungsbots. Der ganze Laden geht zu Flug. Nichts wie raus hier. Schnell! Verdammte baufällige Ruine. Rex, los jetzt! Haltet euren Hintern fest, Leute! Rocket, Musik ab! Bin dabei! Konzentrier dich aufs Fliegen, Peter! Der Mann braucht sofort einen Song! So ist schon besser! Pass auf das Schiff auf! Mach ich! Musik ist leider wegen dem Stream-Modus. Ich halte meinen Hintern fest, wie Peter Quill gesagt hat! Nur jetzt! Das ist nicht gut! Kann ihm mal jemand zur Hand gehen? Hab ich recht? Wie wär's mit einem Schlag auf die Rübe? Uh-oh. Achtung! Lass sie weg, Will! Zeit zum Einfädeln! Denkt nicht mal daran! Der letzte Weg durch ist mitten durch! Peter! Möchtest du den Tod mit schuldigem Gewissen abtäteren? Bring bloß keinen Schleim auf mein Schiff! Mein Schiff! Uh-oh. Ach, es reicht! Lass mich ran! Du wirst uns doch umbringen! Noch sind wir nicht tot. Vielleicht doch, und das hier ist die Hölle. Sei nicht albern, diesen Ort fehlt der ewige Frost von Zerru. Eure Hölle ist gefroren? Kantatianer frieren nicht gern. Zieh dir halt mal was über. Seht ihr? Hinterstieg. Groot sagt Vorsicht. Ja, danke für die Warnung. Ja. Ein bisschen... chaotisch, um hier die Kontrolle zu behalten. Vorsicht! Bring uns nicht um, Quill! Es gibt noch so viel, dass ich stehlen will! Oha! Wir werden es nicht schaffen! Drück auf den blauen Knopf! Welchen blauen Knopf? Gehen für die neuen Geheimtriebwerke! Bau nicht immer neues Zeug ein, während ich schlafe! Hau rein, Peter! Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für einen Nachmachen! Na komm! Oh, Flirt, yeah! Definitiv ein Feld des blauen Knopfs! Da kommt Biss von allen Seiten! Wir werden es nicht schaffen! Wir schaffen es! Vielleicht! Da ist der Ausgang! Seht ihr? Ziel gerade! Oder letzter Atemzug! Na komm! Yeah! Und das nenne ich einen Sieg, Leute! Wieso das denn? Unser Monster wurde gerade gefressen! Wenn du vor etwas wegfliegen kannst. Hast du versagt, weil du davor wegfliegen musstest?
Das Monster kommt schon wieder. Und es hat uns. Bitte nicht das Nova Corps, bitte nicht das Nova Corps, bitte nicht das Nova Corps. Ja, das ganze Spiel. Es ist das Nova Corps. Marvel's Guardians of the Galaxy. Kapitel 2, Verhaftet. Hast du Harlas Hope gesagt? Oh, shit. Ich hab noch was zu erledigen. Bin gleich wieder da. Wir müssen dieses Vieh loswerden. Sofort. Ach. Das ist mein Ernst, Peter. Wenn es auf dem Schiff bleibt, gehen wir alle in den Knast. Keiner geht in den Knast. Das ist ein harmloses Weltraumlama. Harmlos? Mal von Inakube gehört? Nein, sagt mir nichts. Das war ein Planet, den sie abgefackelt haben, weil ein Idiot ein Exelon eingeschmuggelt hat. Ich werde das Tier von Bord werfen. Moment, hier wird nichts von Bord geworfen. Damit wirken wir nur schuldig. Am Ende hat es noch die Zephron-Krankheit. Deshalb wird Drax es in der geheimen Frachtkammer hinter Groots Pflanzen verstecken. Peter, Jason, Quill. Echt jetzt? Mit zweitem Vornamen? Hey, Corell! Ach, wie geht's? Wie lange ist das jetzt her? 2, 3 Jahre? Du siehst gut aus. Viel in der Sonne, hä? Das ist ein neuer Tiefpunkt, sogar für dich. Corell, ich schwör's dir, es ist nicht so, wie es aussieht. Dann bist du kein Schrottjäger, der in die verbotenste Zone des Alls eingedrungen ist. Und du treibst dich auch nicht mit Dieben herum und vielleicht sogar mit Mördern. Hey, Leute für Geld umbringen ist kein Mord, Lady. Komm schon, Corell. Du kennst mich doch. Wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Okay, ich habe seit dem Krieg fragwürdige Sachen gemacht. Ich meine, echt fragwürdige Sachen. Aber Schrottjagd? Ich habe dich auf frischer Tat ertappt, beim Verlassen der Quarantänezone. Streng genommen, ja, aber wir haben nicht geplündert. Ja, klar. Peter Quill, ich habe das hier an dem Ort gefunden, den du erwähnt hast. Es war nicht genug Platz für das andere Ding und das. Peter Quill, okay. Vom Planeten C53, gemäß Galaxiegesetz ZXP-47, verhafte ich dich und deine Crew wegen unerlaubten... Kann ich dich zurückrufen? Was? Sag mir bitte, dass das keine Kiste mit super illegaler Tech ist. Es ist eine Kiste mit super illegaler Tech und das Zeug ist außerdem extrem wertvoll. Echt jetzt? Was denn? Wir sind auf dem Ravager-Schiff. Sogar die flaggigen Schotten sind gestohlen. Jedenfalls passt nicht beides in die Kammer. Ich werfe die Kiste von Bord. Wenn du das machst, schmelze ich dir das Gesicht. Die Waffensysteme der Milano sind 4 Generationen alt, Quill. Wir brauchen das Zeug da dringender als irgendein dämliches Zottelfieh. Dieses Zottelfieh könnte eine Biogefahr der Klasse 3 sein. Willst du im Kill enden? Die Kreatur verstecken, versteckt das Lama, das Tick verstecken, versteckt das Lama. Versteck das Lama. Was? Und was wird aus meinem Zeug? Rocket, ich kenne Corell. Ich krieg sie bestimmt dazu, dass sie wegen der Tag ein Auge zudrückt. Aber bei einer potenziellen Biogefahr. Alter, ich bin gut, aber so gut auch nicht. Du hast mit einem Bullen gepennt? Damals war sie kein Bulle. Jedenfalls standen wir uns mal nahe, okay? Ihr müsst mir einfach vertrauen. Ich bin gut. Und das ist dann wohl ihr Enter-Kommando. Ja. Wir müssen auch wohl das Lama beschützen. Andersrum, Stern. Frequenz der. Könnte ich vielleicht kurz mit Centurion und Corell sprechen? Ruhe, Häftling. Ich habe keine Zeit für verbrecherische Piraten wie dich. Das ist es ja gerade. Wir sind keine Piraten. Wir sind amtlich eingetragene Miethelden. So sieht's nämlich aus. Guck in deine Aktenblechschädel. Nova Corps Lizenz Nummer 67398-2. Gärtner der Galaxie. Was? Nein! Rocket! Groot hat den Papierkram übernommen, aber ich habe einen Nachtrag hinzugefügt. Nicht die bekanntesten Miethelden, aber definitiv in den Top 5 der großartigsten Namen. Aktive Mitglieder. Groot, ein Flora-Koloss, der letzte seiner Art, furchtlos im Feuergefecht und bester Freund. Rocket, echtes Supergenie und Meister im Umgang mit Sprengstoff, definitiv kein Waschbär. Gamora, Adoptivtochter von Thanos, tödlichste Frau der Galaxie. Noch Fragen?
Drax der Zerstörer, verurteilter Serienmörder und Held des Galaktischen Krieges. Gern griesgrämig. Last und definitiv least, Peter Jason Quill. Das ist alles? Mehr hast du nicht geschrieben? Es gab ein Zeichenlimit. Sorry, Entschuldigung. Darf ich mal? Cadet Gold, was machst du denn hier? Das wissen Sie nicht? Wirklich? Hier steht's. Einweisung Gefangenenabfertigung. Weisen Sie mich dann ein? Bist du nicht ein bisschen jung für das Korps? Bist du nicht ein bisschen alt für diese Frisur? Ich muss das mit dem Captain abklären. Nein. Nein. Sie hat das definitiv genehmigt. Sie wissen doch, wie gründlich sie ist, wenn's ums Genehmigen geht. Wenn Sie gestatten, Sir, was Ihnen hier eher Kopfzerbrechen bereiten sollte, ist Vorschrift 7a zur Fußbekleidung von Häftling. Diese Jetstiefel sind eindeutig verboten. Die sind aber schick. Gute Arbeit, Cadet Gold. Super, so viel zu Plan B. Wir brauchen keinen Plan B, ich mach das schon. Nein, du machst hier gar nichts, Pirat. Ich mach das und jetzt keinen Mucks mehr. Vorwärts, Häftlinge! Hey, pass auf die Jacke auf. Cadet Gold, so die Haftvorschriften? Auswendig gelernt, Sir. Als erstes... Als erstes entschuldigst du dich. Wir sind legitime Geschäftsleute auf legitimer Geschäftsreise. Wir haben keine illegale Kreatur in illegalem... Diese Verhaftung ist doch ein einziger Witz. Erstens, es sollte kein Kind anwesend sein. Ich bin eine offizielle Rekrute. Und zweitens bin ich sehr, sehr eng mit eurem Captain befreundet. Was? Hier stehen. Gibt es ein Problem? Ja, keine Glaubensenergie, kein Strom. Kein Strom, keine Eindämmung. Ein einziger Funke. Jetzt kümmern sich darum. Sie sagen... Sie haben keine Ahnung. Wie sollen Sie reparieren, was Sie nicht verstehen? Beruhigt den großen Einiger. Lass die Scanner nochmal laufen. Was zum Flak ist ein großer Reiniger? Großer Einiger Raker, Anführer der Kirche der universellen Irgendwas. Er trieb reglos durch die Quarantänezone. Anscheinend auf der Suche nach Gott. Wir haben ihn genauso aufgegriffen wie euch. Der Unterschied ist, dass ich den Captain kenne. Aha. Wie gesagt, wenn du dem Captain einfach nur mitteilst, dass ich... Mom hat ausdrücklich gesagt, sie will dich nicht sehen. Genau, Quill. Moment. Hat sie gerade... Quill hat nie eine Tochter erwähnt. Oh. So viel dazu. Winziges kleines Quicktime-Event. Alle guten Dinge sind drei. Sag ich doch. Noch mehr Quick Time Events. Wir machen jetzt Folgendes. Du springst, packst meine Beine und dann kletterst du an mir hoch. Das kann ja nur schief gehen. Vertrau mir, Kleine. Wir schaffen das. Siehst du? Ja, komm. Kinderspiel. Und rauf. Okay. Das war ziemlich aufregend. Danke. Nun,
enttäuscht, wenn ich meinen ersten Häftling verloren hätte. Deine Mom, ja? Komm schon, wir müssen hier weg. Um die Ecke ist eine Schutztür, dort sind wir sicher. Hier, hilf mir mal. Ah, okay. Bereit? Das war wirklich. 3, 2, 1. Los, los! Okay. Wir müssen weiter. Hier lang. Nikki? Wow, ich wusste, dass mit dem Kirchenschiff was nicht stimmt. Wer handelt auf einem Schrottplatz nach Gott? Kirchenschiff? Oh Mann, das ist schlecht. Schutztüren werden im Notfall aktiviert. Mit meinem Generalschlüssel kann ich sie bestimmt steuern. Rekruten kriegen bei euch Generalschlüssel? Nicht ganz. Gib mir eine Sekunde. Komm schon, komm schon. Ich könnte vielleicht mit der Tür helfen, wenn die Handschellen weg wären. Vorschrift 3b. Niemals Fesseln entfernen. Komm schon. Du brauchst meine Hilfe. Nein, du bist mein Gefangener. Und ich hab's im Griff. Offensichtlich. Okay. Wir müssen einen anderen Weg finden. Und hier durch gibt's bestimmt keinen Weg? Ich hab hier das Sagen. Als leitender Offizier. Leitend? Du meinst wohl Einziger. Ist dasselbe. Oh. Ah! Bist du okay? Ja, alles gut. Und du? Ja, bestens. Okay, hier lang. Sollten wir nicht nach oben gehen? Zurück zu den anderen? Hier unten ist noch eine Schutztür. Hatten wir nicht fest? Soll das ein Witz sein? Ganz ruhig, du schaffst das. Habe ich schon erwähnt, wie praktisch meine Jetstiefel jetzt wären. Okay. Nein, das stimmt nicht. Nicht hetzen oder so. Fast geschafft. Hör bitte auf, rumzuhampeln. Ich muss mich konzentrieren. Okay, okay. Ja, geschafft. Hier durch. Gute Arbeit. Danke. Du warst auch nicht schlecht, Pirat. Nenn mich Star-Lord. Oder Peter. Oder, du weißt schon, Nova-Kadett Arschretter. Okay. Peter, okay, hör zu. Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten von deinen Freunden. Hörst du mir zu? Ich habe gesagt, ich habe Neuigkeiten von deinen Freunden. Gib mir die guten Neuigkeiten. Es geht allen gut. Das heißt, alle haben Vitalzeit. Komm, dahinter sind wir sicher. Flak! Die Rohre müssen geborsten sein. Sollen wir versuchen, mit deinem Dingsbums jemanden zu... Wir brauchen keine Hilfe. Ich weiß, was ich tue. Hilf mir, das Feuer zu blockieren, damit wir durchkommen. Klar, aber es machen sich bestimmt alle Sorgen. Die Tochter des Captains wird vermisst. Die Tochter des Captains ist eine Chorsoldatin. Hilfst du mir jetzt oder nicht? Ja, Ma'am. Ganz vorsichtig. Na, komm. Das hält bestimmt nicht ewig. Mach dir keine Sorgen um mich. Das machen hier schon genug Leute. Also, nachdem ich hier der Erwachsene bin... Als Erwachsen hat meine Mom dich nicht gerade beschrieben. Wie hat Corell mich denn beschrieben? Als verlogen, kindisch, Trägt dieser Roboter etwa Make-up? Was? Oh, ja. Das ist es. Ich kenne alle Roboter hier unten. Sie sind meine Freunde, glaube ich. Die meisten habe ich umprogrammiert. Und ihnen Gesichter gegeben. Vielleicht. Nein, hey, ich find's cool. Das gibt ihnen Persönlichkeit. Sehr cool. Komm, hier lang. Okay, wow. Er ignoriert mich einfach und ich bin eine Sackgasse. Zu deiner Information. Da hinten ist eine Fluchtluke, durch die ich problemlos entkommen könnte. Aber aus Respekt vor deiner Autorität will ich sie ignorieren und dir folgen. Vorschrift 2b. Gefangene müssen die ganze Zeit in der Nähe bleiben. Weißt du, ich hatte in deinem Alter auch kaum Freunde. Okay, ich war im Gefängnis, aber trotzdem. Dann hat Mom also doch die Wahrheit gesagt. Es war ein Chitauri-Gefängnis. Ich war nur ein Kind. Ich habe so viele Fragen. Waren deine Eltern auch im Gefängnis? Nein, meine Mom ist gestorben. Mein Dad kannte ich. Woher genau kennst du meine Mom? Wir haben zusammen im Krieg auf dem Merkur gekämpft. Sie war... ist... ein echter Hitzkopf. Und ein Kontrollfreak, ein Boss,
Und eine Despotin. Du bist nur ein Kind, Nikki. Du weißt nicht, was gut für dich ist, Nikki. Steig nicht in die Rettungskapsel, Nick. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wirklich? Das ist ein neuer Tiefpunkt, Peter. Selbst für dich, Peter. Das ist eine Sperrzone, Peter. Ja, das ist sie. Ja. Ist hier noch was zu looten? Ja, hier ist noch was zu looten. Das ist eine Sackgasse. Glaub mir. Natürlich, glaub ich dir. Offensichtlich. Hätten wir jetzt auch noch mehr Zeug. Wo willst du denn jetzt hin? Ich sehe nur nach, ob hier alles wirklich sicher ist. Vor dem... Bist du sicher, dass das der kürzeste Weg zum Gefängnis ist? Ich dachte, du wolltest nicht ins Gefängnis. Ich habe hier immer noch das Sagen. Aber natürlich. Nur zur Erinnerung, nur eine von uns kennt den Weg hier raus. Wäre mir nicht aufgefallen. Komm zurück, Pirat! Wow, okay. Hätte schwören können, ich hätte kurz Corell gehört. Wenn das ein Versuch ist, vom Schiff deiner Mom zu fliehen, muss ich es wissen. Denn ich wäre vielleicht super interessiert. Oder auch nicht. Wir müssen nur unbedingt dafür sorgen, dass es nicht nach Entführung aussieht. Was? Nein! Nein! Oh, wow! Lach nicht! Nein! Ich find's cool! Das ist ein Geheimversteck, stimmt's? Es ist so viel besser als das Gefängnis. Wir bleiben nicht hier. Ich muss nur nach Ultimo sehen. Seine Gyros waren durcheinander. Lass dir Zeit. Ja, nichts übersehen. Ein Universalübersetzer. Ob der auch Groot spricht? Mitnehmen. Ich habe das Gefühl, du würdest dich gut mit Rocket verstehen. Oder aber überhaupt nicht. Eins von beidem. Das Waschbär-Ding? Ja, der macht da einen netten Eindruck. Ich meine nur, weil er auch so begeistert von dem ganzen Tech-Zeug ist. Ist das deine Mom? Wie sie im Alleingang den Krieg gewinnt? Ich weiß natürlich, dass sie das nicht allein geschafft hat. Nein. Der letzte Vorstoß war eine gewaltige Teamanstrengung. Warst du dabei? Ich habe die Kriegsbemühungen anderweitig unterstützt. Als Pirat? Quasi als Freibeuter. Der guten Variante der Piraterie. Ja. Hey, das ist der Merkur, stimmt's? Mhm. Es soll die große Schlacht darstellen, weil der Mom dabei war. Du hast gesagt, dass du auch dabei warst. Oh ja. Deine Mom steckte in der Klemme, bis ich und die Ravagers auftauchten. Du solltest das unbedingt ändern. Du willst, dass ich dich reinmale? Im Interesse der historischen Korrektheit. Ist das Krela? Ja. Ist aber schon alt. Das könnte ich heute viel besser. Nein, das ist gut. Morbide, aber gut. Hey, geheimes Zeug. Zutritt verboten. Keine Erwachsenen. Schon klar. Wie auch immer, ich bin hier fertig. Wir sollten wahrscheinlich zurückgehen, bevor Mom komplett austickt. Ja, ich kenne das, wenn deine Mom überreagiert. Ich bin nämlich kein Kind mehr, weißt du? Ich weiß genau, was du meinst. Also, du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Falls du doch ein Gespräch mit meiner Mom führst und ihr in dem Gespräch zufällig auf mich kommt... Kein Problem. Corell wird erfahren, was für einen super Job du gemacht hast. Nein, ich meine, danke. Aber eigentlich muss Mom nicht erfahren, dass ich überhaupt im Hangar war. Ich hab dich also nie gesehen? Ganz genau. Mich nicht. Mein Generalschlüssel nicht. Vielleicht hast du von Nikki Gold gehört und dass sie cool ist. Aber mir nicht. Wir sind fast am Aufzug. Das Ziel ist erreicht. Brauchst du Hilfe? Ja! Geschafft! Mom? Ja. Ich kann's erklären. Ich hab sie nie gesehen. Nikki, mir geht's gut. Mom, wirklich, alles okay, kaum ein Kratzer. Was hast du dir bloß dabei gedacht? Schleißt dich mit einem Arresttrupp raus, treibst dich mit Kriminellen herum. Angeblich kriminell. Du wärst fast gestorben. Ist dir klar, wie viel Hausarrest das bedeutet? Mom, du hattest mir mehr Freiraum versprochen. Dazu gehört nicht, meine Offiziere zu belügen. Oder hinter meinem Rücken rumzuschleichen. Ist doch nicht meine Schuld, wenn da irgendein Schiff in die Luft fliegt. Sperrzonen heißen nicht ohne Grund Sperrzonen. Du behandelst mich wie eine Gefangene. Du bist ein Kind. Hörst du mir überhaupt zu? Oh, wow. Wir haben alle einen harten Tag hinter uns. Lasst uns mal tief durchatmen. Und uns eingestehen, dass wir alle Fehler gemacht haben könnten.
löscht das Feuer und sichert den Hangar. Ja, Commander. Und findet heraus, warum das Shuttle explodiert ist. Der große Einiger Raker zeigt sich nicht sehr kooperativ. Dann zwingt ihn dazu. Und ihr zwei kommt mit mir. Ich wusste, dass du überreagierst. Du reagierst immer über. Hier, frag Peter. Der findet das auch. Ach, sag bloß. Ist das so? Ich vermute, Peter hat Blödsinn geredet. Das passiert ihm häufig. Nur damit du es weißt, Nikki hat mir den Arsch gerettet. Sie hat sich super geschlagen. Du kannst wirklich stolz auf sie sein. Aus deinem Mund, Peter, bedeutet das so gut wie gar nichts. Wieso bist du so gemein zu ihm? Hör doch einfach zu, was er sagt. Es ist mir egal, was er sagt. Oberes Stockwerk, Quartier des Käpt'n. Na endlich! Abriegelung. Abriegelung eingeleitet. Was, willst du uns umbringen? Theoretisch gehen diese Türen erst auf, wenn ich es sage. Ja, ich weiß, was Abriegelung heißt. Das glaube ich dir nicht, denn irgendwie umgehst du jede Sicherheitsmaßnahme auf diesem Schiff und ich will wissen, wie. Oder du zeigst es mir. Mom. Witz machen, Kugeln, der Schützenaufzug aktivieren. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Hey, ich weiß noch, wie ich das letzte Mal in einem Aufzug festsaß. Das war mit einer Shea-Braut, die war echt heiß. Was stimmt nicht mit dir? Was? Sie war wirklich bezaubernd. Könnte mich bitte irgendwer hier rausholen? Keiner kommt hier raus, ehe du mir sagst, was ich wissen will. Du weißt doch schon alles. Nein, eben nicht. Ich weiß nur, dass du Gefahren anziehst. Und dass du dich immer wieder in Sperrzonen auf dem Schiff herumtreibst. Ich bin klein. Okay? Und ich passe überall durch. Damit kommst du aber nicht durch die Security. Oder die Kontrolle an der Hangarbucht. Oder die Sprengtüren der Wartungstunnel. Weißt du noch, dieser komplette Systemausfall? Ja. Ja, überall war die Security lahmgelegt und... Nein, war sie nicht. Also mir kam es so vor. Unterstützt du gerade ernsthaft die Lügen einer Zwölfjährigen? 12? Oh wow, ich dachte, sie ist mindestens 16. Peter! Was denn? Sie kannte sich bestens aus. Sie ist ein cleveres Mädchen. Zu clever, sie umgeht immer die Security. Oder hast du neuerdings eine Stufe 6 Freigabe für mein Schiff? Dachte ich mir. Nicolette Gold, leer mal deine Taschen. Nein. Leer du doch mal deine. Mit Bedenken. Schön auf sich nehmen. Was? Du versteckst doch... Ich habe immer noch Gefühle für dich. Wie bitte? Also nicht. So Gefühle. So Gefühle halt. Naja, die Explosionen, du und ich, was wir durchgemacht haben. Damals im Krieg. Da kommen viele Erinnerungen in mir hoch. Ich hätte genug die Vertrautung in mir. Toll, wirklich. Kann ich jetzt weitermachen? Mom, glaub mir. Ich verberge ehrlich nichts. Das würde ich nie tun. Fortsetzung folgt. Abriegelung Ende. Abriegelung deaktiviert. Und kann ich jetzt bei der Hangarsicherung helfen? Nein, du gehst in dein Quartier und da bleibst du für die nächsten 30 Rotationen. Aber Mom, ich... Und wenn du willst, auch 30 Zyklen.